بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah azza wa jal. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein letzter Gesandter und Diener ist. طيب. Wir haben jetzt weitergemacht mit der Sira von Abu Bakr, radiallahu anh. Das heißt, wir haben das so, dass wir alle zwei Wochen das Thema von Abu Bakr besprechen, also seine Biografie. Abu Bakr, kennst du Abu Bakr? Okay. Abu Bakr war ein Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und in der anderen Woche gibt es dann einen anderen Unterricht. Aber das heißt, es findet jede Woche immer ein Unterricht statt, aber im Wechsel dann alle zwei Wochen mit dem Thema. Und das letzte, worüber wir gesprochen haben, war über die Auswanderung mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wie ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr, wie sind die dann zusammen ausgewandert? Und da haben wir auch natürlich die Geschichte erwähnt, die Aisha, seine Tochter, berichtet. Alhamdulillah Rabbil Alamin, heute machen wir den letzten Unterricht von der Geschichte von Abu Bakr. Und danach machen wir dann inshallah mit der Geschichte von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Das heißt, wir machen die vier Khalifen durch. Ja, und halt auf eine Art und Weise, die sehr verkürzt ist, aber wir erwähnen die wichtigsten Situationen in seinem Leben und versuchen daraus Lehren zu ziehen. Und womit wir heute dann abschließen, inshallah auch, sind seine besonderen Charaktereigenschaften. Also Abu Bakr hatte besondere Charaktereigenschaften und die hat er dann in der Praxis gezeigt. Und zwar das erste, was er an Eigenschaft hatte, und wenn wir jetzt uns diese Eigenschaften hören, dann sollten wir was auch machen? Für uns ist das was? Wenn wir die guten Eigenschaften von unseren Vorbildern hören, was ist dann unsere Aufgabe? Ja? Die auch zu praktizieren, sie zu lernen, sie zu hören und sie zu praktizieren, damit wir richtige Vorbilder haben. Es reicht nicht, dass du sagst, mein Vorbild ist Abu Bakr, aber du kennst Abu Bakr nicht. Was bringt dir das? Du sagst, du willst den Islam befolgen, aber du lernst den Islam nicht. Wie geht das? Das geht nicht. Deswegen brauchst du Wissen über diese Themen. طيب. Erstens, und zwar die Bewahrung der Geheimnisse des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, Abu Bakr war derjenige, der ein Bewahrer von Geheimnissen war, von Geheimnissen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das zeugt von was? Wenn ich deine Geheimnisse bewahre, was ist das für eine Eigenschaft? Wenn du mir etwas anvertraust und ich behalte das für mich und sage es keinem, heißt es du vertraust mir. Ja, das ist Vertrauen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat wen vertraut? Wen hat er vertraut? Abu Bakr radiallahu an. Und vor allem in den Phasen, in den wichtigsten Phasen im Aufruf zum Islam, in der Dawa, hat Abu Bakr diesen Sirr, diese Geheimnisse vom Propheten sallallahu alaihi wasallam niemanden erzählt. Ja? Und wenn Abu Bakr sie veröffentlicht hätte, dann wäre die Dawa kaputt gegangen, fehlgeschlagen. Weder könnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hijra machen, ja, oder wo sie sich versteckt haben in dem Haus von Al-Arqam. Das waren alles Geheimnisse. Abu Bakr wusste sie, aber er hat es niemandem gesagt. Und das zeugt davon, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr sehr, sehr vertraut hat. Und das war eine seiner Eigenschaften. Noch dazu, dann gibt es auch eine interessante Situation, die stattgefunden hat. In der Heirat von Hafsa. Wer ist Hafsa? Wer ist Hafsa? Hafsa, die Tochter von wem ist das? Nein. Abu Bakr hatte zwei Töchter. Aisha und Asma. Umar ibn al-Khattab. Na, wolltest du das sagen? Sehr gut. Barakallahu fik. Die Tochter von Umar ibn al-Khattab. Und dann hat Umar ibn al-Khattab seine Tochter sozusagen, oder hat Abu Bakr darum gebeten, dass er sie heiratet.
Abu Bakr hat es aber abgelehnt. Und dann später, wisst ihr, warum er es abgelehnt hat? Er hat es nicht abgelehnt. Er hat es nicht abgelehnt, sozusagen, weil er sie nicht wollte, sondern weil er gehört hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Hafsa gesprochen hat. Er hat sie erwähnt. Und dann, weil er dieses Geheimnis bewahrt hat, deswegen hat Abu Bakr sozusagen dieses Angebot abgelehnt. Und wen hat Hafsa geheiratet? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auch zweitens, okay, die erste Eigenschaft ist was? Was war seine erste Eigenschaft? Dschihad, dass man ihm vertrauen konnte. Deswegen für dich wichtig, wenn du Geheimnisse bekommst, wenn jemand dir erzählt etwas im Geheimnissen, jemand gibt dir ein Sirr, ein Geheimnis, dann darfst du es nicht weitererzählen. Dann darfst du es nicht weitererzählen. Bis sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallama hat beschrieben, dass wenn zwei reden, miteinander reden, und du merkst, dass die andere Person, die dir das erzählt, auch wenn sie nicht sagt, das ist ein Geheimnis, auch wenn sie ein Zeichen gibt, zum Beispiel, sie guckt, dass keiner zuhört. Das reicht schon alleine für dich als Signal, das ist ein Geheimnis. Und das ist ein Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zweitens, für ihn, für Abu Bakr, war die Religion wichtiger, das Wichtigste, wichtiger als was? Als die? Als die Dunya. Sehr gut, sehr gut. Der Beweis, es gab eines Tages, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Khutbah gehalten hat, Yawm al-Jum'ah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Khutbah gehalten. Dann kam was? Dann kam eine Karawane. Eine Karawane. Wisst ihr, was eine Karawane ist? Eine Karawane? Al-Ir. Wisst ihr, was Al-Ir ist? Das ist sozusagen ein bestehen aus Kamelen, ja, aus Tieren wie Kamelen. Und sie tragen was? Nein, sie tragen was? Sie tragen Ware. Ware. Sie tragen Güter. Besitz. Ja? Dann kam diese aus Syrien an. Die Menschen, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam Khutba gehalten hat, und diese Karawane dann kam während der Khutba, dann standen die Menschen auf von der Khutba und strömten dann zur Karawane. Dann blieben nur noch 12 Personen übrig. 12 Personen waren nur noch da. Mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr und Umar. Dann kam dann ein Vers herab, eine Ayah. Wisst ihr, welche Ayah? Und zwar: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Und zwar heißt das was? Das heißt sinngemäß: Und wenn Sie einen Handel oder eine Zerstreuung sehen, einen Handel, ja, weil natürlich die Karawane kam mit Güter und Besitz und Dunia-Angelegenheiten. Wenn Sie einen Handel sehen oder eine Zerstreuung sehen, laufen Sie dorthin auseinander und Sie lassen dich stehen. Und Sie lassen dich stehen. Das heißt, unter diesen 12 Männern war für Sie die Sorge oder Ihre Achtsamkeit gegenüber der Religion wichtiger als die Dunia. Auch was sehr interessant war, Abu Bakr gehörte auch zu denjenigen, der immer nach dem Halal gesucht hat. Er hat nie das Haram gesucht. Aber immer darauf zu erforschen, nach dem oder nach dem Erlaubten zu suchen. Egal in was es war. Ein Beispiel, Aisha radiallahu anha berichtet. Abu Bakr hatte einen Sklaven gehabt. Einen Sklaven. Ja, ein Ghulam. Der ihm seinen Verdienst brachte. Das heißt, der Ghulam hatte einen Verdienst gehabt, ja, diesen Verdienst, den er sich erarbeitet hat, den hatte Abu Bakr gebracht. Und Abu Bakr aß von seinem Verdienst, hat davon gegessen. Und eines Tages brachte er, das heißt dieser Junge, ihm etwas. Und als Abu Bakr etwas davon gegessen hat, fragte ihn der Sklave, ob er wisse, was es sei. Der Sklave fragt Abu Bakr, ob er weiß, was es ist überhaupt, dieser Verdienst. Das heißt, woher er kommt. Abu Bakr fragte, was es sei, und er antwortete, der kleine Junge, dieser Sklave. Guck mal, was er sagt. Er sagt: Ich habe in der Jahiliya, in der vorislamischen Zeit, als Wahrsager für einen Menschen gearbeitet.
als Wahrsager. Wisst ihr, was ein Wahrsager ist? Ja? Wer weiß es nicht? Al-Kahin. Ein Wahrsager ist der denkt, der hat sozusagen Wissen über die Zukunft, über Geheimnisse. Nicht über. Okay? Hast du verstanden? Ja, deswegen ist das ein Lügner. Und der denkt, der kennt das Verborgene. Aber kennt er das Verborgene? Nein. Und er hat als Wahrsager gearbeitet. Und als er sozusagen mit dieser Arbeit hat er sein Verdienst sich erarbeitet. Als Abu Bakr davon mitbekommen hat, gehört hat. Und Abu Bakr das schon gegessen hat, wisst ihr, was Abu Bakr gemacht hat? Abu Bakr hat seine Hand in seinen Mund reingetan und alles rausgewürgt, weil er nicht Haram essen wollte. Er wollte kein Haram essen. Weil er wusste es nicht. Okay? Das heißt, er war davor, er war immer erstrebt, immer das Erlaubte zu suchen. Und heute, wie sind wir? Wir machen alles, um Haram zu suchen. Wir nehmen alle Mittel in Anspruch, Hauptsache Dunya, egal auf welche Kosten, egal auf welche Art, ob Haram, Halal, ist uns egal. Heute, viele von uns. Ja? Und guck mal, wie er war. Auch eine vierte Eigenschaft von ihm, das gute Benehmen gegenüber den Verwandten. Er hatte guten Charakter, Adab, Akhlaq, komm mal bitte näher Kommen. Gutes Benehmen und guten Charakter gegenüber den Verwandten. Fünftens, auch er hatte eine Eigenschaft, Subhanallah, er hat immer zum Guten aufgerufen und das Schlechte verboten. Und das Schlechte verboten. Also nochmal, wir zählen mal die Eigenschaften auf. Erste Eigenschaft, wer kann sich noch erinnern? Vertrauenswürdig, ja, wer kann noch? Ihr könnt auch durcheinander, kein Problem. Bilal? Ja, was noch? Ja, Anas? Achso, Geheimnisse meinst du? Ja, richtig, haben wir schon gesagt. Was noch? Was war für ihn wichtiger? Ja? Die Religion war wichtiger als Dunya. Ja? Genau, er hatte guten Charakter gegenüber den Verwandten. Und dann sein Aufruf zum Guten und das Schlechte verbieten. Guck mal, Aisha berichtet einmal, dass Abu Bakr am Tag von Eid al-Fitr oder Eid al-Adha, einer der beiden Tage, zu ihr kam, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei ihr war. Und da gab es zwei Sängerinnen. Zwei Sängerinnen. Diese zwei Mädchen, die waren unter al-Bulugh, die waren nicht reif geworden. Das waren zwei kleine Mädchen. Ja, und sie standen bei Aisha radiallahu anha und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war auch da. Und sie haben sozusagen Gedichte gesungen für die Ansar über eine bestimmte Begebenheit. Dann sagte Abu Bakr, radiallahu anh, er sagte dann sozusagen zweimal, Mizmaru Shaitan. Er sagte, Musikinstrument des Shaitan, Musikinstrument des Shaitans. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann, sagt, lass sie, Abu Bakr. Denn jede Nation, jede Gemeinschaft hat ein Eid und dieser Tag ist unser Eid. Okay? Aber das heißt, da sieht ihr, Abu Bakr war immer, er wollte immer zum Guten rufen und immer das Schlechte verbieten. Dann auch seine Großzügigkeit mit den Gästen. Eine weitere Eigenschaft ist, wenn er einen Fehler gemacht hat, wenn er einen Fehler gemacht hat, und das ist eine Eigenschaft, die viele nicht besitzen. Wenn jemand einen Fehler macht, vor allem er, dann hat er sie was schnell zugegeben. Er hat es zugegeben. Sozusagen, dieser I'tiraf bil Khata. Er hat es zugegeben. Er hat sich dazu bekannt. Und viele von uns heute, wenn sie einen Fehler machen, wenn sie darauf angesprochen, dann werden sie was? Dann bekommen sie Kibr, Hochmut. Wenn sie einen Fehler machen. Und geben es nicht zu und diskutieren. Diskutieren. Obwohl du einen Fehler gemacht hast, solltest du nicht diskutieren, sondern dich darin beeilen, diesen Fehler zu korrigieren. Korrigieren den Fehler. Ja, weil am Tag der Auferstehung wirst du danach gefragt. Und ein Beispiel: Es gab eine Geschichte zwischen Rabi'a al-Aslami und Abu Bakr. Rabi'a al-Aslami und Abu Bakr. Beide hatten sozusagen Felder, wo sie bepflanzt haben. Und in der Mitte
war eine Nachla, eine Palme. Ein Teil der Palme war auf der Seite von Abu Bakr und andere Teil war auf der Seite von Rabi'a al-Aslami. Dann sagte Abu Bakr, das gehört mir, diese Palme. Rabi'a al-Aslami sagte, nein, das gehört mir. Und dann haben sie sich natürlich was gestritten, diskutiert. Dann sagte Abu Bakr etwas zu Rabi'a al-Aslami, was Abu Bakr nachher bereut hat. Er hat es bereut, dass er das gesagt hat. Wisst ihr, was Abu Bakr dann zu ihm gesagt hat? Abu Bakr sagte zu ihm, weil es ihm so leid getan hat, sagte zu Rabi'a, sag das Gleiche zu mir, was ich zu dir gesagt habe. Sag dasselbe zu mir, was ich zu dir gesagt habe. Wisst ihr, warum? Wer weiß, warum? Warum? Nein, nein, war nicht. Und zwar, damit er den Fehler, den er gemacht hat, ausgleicht. Damit er den Fehler korrigiert, den er gemacht hat, hat er gesagt, so wie ich dich beleidigt habe, beleidige mich auch. Damit eins zu eins steht. Wisst ihr, was Rabi'a al-Aslami gesagt hat? Er sagte, nein, mach ich nicht. Mach ich nicht. Und dann sind sie zu dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gegangen. Und als sie dann zusammenkamen und diskutiert haben, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Rabi'a al-Aslami gelobt, dass er richtig gehandelt hat. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, dass er zu Abu Bakr sagen soll, anstatt dieses Wort, dann soll er zu ihm sagen, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir vergeben, o Abu Bakr. Das soll er zu ihm sagen. Und nicht das Gleiche, was Abu Bakr zu ihm davor gesagt hat. Guck mal, und so war Al-Akhlaq, so war der Charakter von ihnen. Habt ihr verstanden die Geschichte oder nicht verstanden? Oder soll ich schon mal wiederholen? Verstanden? Du schläfst. Schläfst du? Es gab zwei Sahaba, Abu Bakr und Rabi'a al-Aslami. Die hatten einen Streit gehabt wegen einem Feld. Die eine hatte ein Feld und der andere hatte auch ein Feld, wo sie sozusagen Pflanzen sozusagen bepflanzt haben und so weiter. Und in der Mitte war aber eine Palme. Und diese Palme war zur Hälfte auf dem Feld von Abu Bakr und zur anderen Hälfte auf dem Feld von dem anderen. Und dann hat jeder gesagt, das gehört mir. Der andere hat gesagt, nein, das gehört mir. Verstanden? Okay. Dann haben sich gestritten, dann sagte Abu Bakr etwas, ein Wort, was er nachher bereut hat. Ja? Er hat etwas nicht Schönes zu ihm gesagt. Okay? Dann Abu Bakr hat es so leid getan, dass er zu ihm gesagt hat, sag das Gleiche auch zu mir. Weil, weißt du warum? Weil damit es sozusagen eins zu eins steht. Das heißt, wenn ich zu dir etwas sage, dich beleidige, ja, und ich bereue das nachher, und es tut mir leid, dann sage ich zu dir, beleidige mich auch zurück. Damit ich dir dein Recht zurückgebe. Damit es dann eins zu eins steht. Verstehst du? Damit ich dein Unrecht, damit ich sozusagen die Ungerechtigkeit, die ich gemacht habe, wieder wegmache. Verstanden? Der andere sagte aber, nein, ich werde das nicht machen. Ich werde dich nicht zurückbeleidigen. Dann sind sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat denjenigen gelobt, der nicht zurückbeleidigt hat. Hat ihn gelobt. Und dann hat er zu ihm gesagt, sag lieber besser, möge Allah dir vergeben, o Abu Bakr, dass er für ihn sogar Dua machen soll. Und so war der, und so war der Akhlaq von den Sahaban, radiyallahu anhu. Dann auch seine Beeilung, sein Wetteifer in den guten Taten. Er hat sich beeilt in den guten Taten. Das Leben ist kurz. Das Leben ist kurz. Keiner wird dir Leben mehr geben. Außer, was Allah Ta'ala für dich vorherbestimmt hat. Und was vorbei ist, ist vorbei von deinem Leben. Irgendwann bist du 30, 40, 50, 60 und dann ist irgendwann vorbei. Vielleicht stirbst du vorher, vielleicht lebst du länger. Guck mal, wie Abu Bakr radiallahu anhu war. Und zwar, ihr wisst ja, wie viele Tore hat das Paradies? 7. Und bestimmte Tore sind für bestimmte Handlungen, Taten. Wie zum Beispiel was? Genau, und was noch? Auch, was noch? Min Babis Salah.
Dann geht er durch das Tor des Gebets durch. Was noch? Ein Tor für die Fastenden. As-Siyam. Wie heißt das Tor? Ar-Rayyan. So hieß es. Okay? Diese Tore, dann sagte, Abu Bakr, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm das beschrieben hat, dann sagte Abu Bakr zu ihm, mögen meine Eltern für dich geopfert werden, o Gesandter Allahs. Also keine Bedrängnis und keine Not werden über den kommen, der aus jenen Toren gerufen wird. Weil natürlich was? Das ist für ihn eine Ehrung. Dann sagte Abu Bakr zu ihm, wird es jemanden geben, der aus alle Tore gerufen wird? Aus allen Toren? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, ja, und ich hoffe, dass du einer von ihnen sein wirst. Und ich hoffe, dass du einer von ihnen sein wirst, o Abu Bakr. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte und fragte seine Gefährten, wer ist von euch heute Morgen aufgestanden und hat gefastet? Dann sagte Abu Bakr, ich. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer hat einen Armen gespeist, Essen gegeben? Dann sagte Abu Bakr, ich. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer war bei einer Janaza? Dann sagte Abu Bakr, ich. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer hat einen Kranken besucht? Dann sagte Abu Bakr, ich. Guck mal, diese vier gewaltigen Taten und das schon an einem Tag. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt keinen, ja, der diese vier Eigenschaften hat oder sozusagen in einer Person sich vereinen, außer dass er was betreten wird? Das Paradies. Und so war er. Dann auch gehörte er auch zu denjenigen, die sich am meisten entfernt haben von der Ungerechtigkeit gegenüber den Menschen. Was Wulm angeht, da war Abu Bakr radiallahu anhu, hat versucht, mit allen Mitteln sich davon zu entfernen. Er wollte sich niemals daran sozusagen begeben, Unrecht gegenüber den Menschen sozusagen zu vollziehen. Zum Beispiel, eines Tages saß der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr zusammen. Dann kam ein Mann und dieser Mann hat Abu Bakr beleidigt. Abu Bakr hat nichts gesagt. Der Mann hat weiter beleidigt. Abu Bakr hat nichts gesagt. Der Mann hat weiter beleidigt. Und dann hat Abu Bakr irgendwann, was? Hat er auf ihn geantwortet. Dann stand der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf und ging. Dann ging Abu Bakr ihm hinterher und hat sich gewundert über dieses Verhalten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hat sich gewundert. Dann sagte er, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wo er nicht geantwortet hat, hat der Prophet, was? Gelächelt. Als dann Abu Bakr geantwortet hat, dann war der Prophet sallallahu alaihi wasallam zornig und ging weg. Dann sagte er, es gab sozusagen mit dir einen Engel, der für dich geantwortet hat auf ihn. Und als du geantwortet hast, ja, als du auf ihn geantwortet hast, ging der Engel weg und dann kam der Shaitan. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Platz gemieden, weil er sitzt nicht mit einem Platz, wo ein Shaitan ist, und ging dann weg. Dann auch hatte er, und damit kommen wir inshallah zum Ende, seine Gottesfurcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Seine Taqwa gegenüber Allah. Er hat Allah ta'ala immer gefürchtet. Guck mal, was er gesagt hat. Von Aslam wird überliefert, dass Umar ibn al-Khattab eines Tages, er ging rein zu Abu Bakr, bei ihm eingetreten. Und als er eingetreten ist, sah Abu Bakr seine Zunge raus und hat an seine Zunge gegriffen. Und dann sagte Umar zu ihm, halt, möge Allah dich vergeben. Also was machst du da sozusagen? Hat sich gewundert. Dann sagte Abu Bakr, das hier hat mich in die Vernichtung geführt. Al-Halak. Das hat mich in die Vernichtung geführt. Inna hadha awradani al-mawarid. Dann auch, dass Abu Bakr gesagt hat, ich wünschte mir,
Oder wie können Sie auf Arabisch sagen? Wadittu anni sha'ratun fi jambi 'abdin mu'min. Abu Bakr sagte, ich wünschte, ich wäre sozusagen ein Haar auf dem Körper eines gläubigen Dieners. Ein Haar. Weil er sich was? Weil er sich als Mensch gesehen hat? Mit Fehlern. Ja, und er sagte, Wallahi, lawadittu anni kuntu hadhihi shajara tu'kal wa tu'abad. Das heißt, ich wünschte, ich schwöre, ich wünschte, Entschuldigung, ich wünschte, ich wäre dieser Baum, der gegessen wird. Der gegessen wird. Weil er natürlich Angst hatte vor Allah subhanahu wa ta'ala, Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass er abgerechnet wird für alles, was er gemacht hat. Und damit beenden wir, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, mit der Sira von Abu Bakr und eine wichtige Lehre aus diesen ganzen Sachen. Wir wissen ja, dass Abu Bakr wer ist? Der erste Khalif und derjenige war, auf welchem Platz in der Ummah? Auf Platz 1 nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er hatte das Paradies schon bekommen. Er hatte so viel Wissen, er hatte das meiste Wissen. Und er hatte was? So eine Stufe beim Propheten sallallahu alaihi wasallam erreicht, so ein Lob bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. All das. Und trotzdem war er noch, immer noch, gottesfürchtig. Und trotzdem war er bescheiden. Er hatte Tawadu. Und deswegen, derjenige, der Wissen bekommt, je mehr Wissen, desto mehr Bescheidenheit. Mehr Bescheidenheit. Habt ihr verstanden? Derjenige, der mehr Wissen bekommt und nicht bescheiden ist, dieses Wissen bringt nichts. Bringt nichts bei ihm. Kein nützliches Wissen. Und achtet darauf, deswegen nicht hochmütig zu werden, kein Kibbel gegenüber den anderen Menschen zu haben. Jeder hat Fehler und jeder macht Fehler. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben und uns unsere Sünden bedecken in dieser Dunya und am Tag der Auferstehung. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.